Der Heilige behauptet, durch ihn würde der Upp sprechen. Und ich soll, weil ich aus Angst meinen Status immer auf Offline stehen habe, nicht auf Grün stellen. Bitte pass auf. Es ist immer wieder dein großes Problem der Unachtsamkeit, dass du dir nicht bewusst bist, was hier und jetzt da ist. Das ist dein ganzes Problem. Der Geist, der mir jetzt zuhört, ist immer, und es taucht in dir was auf. Das ist ein ständiger Wechsel. Du bist die Gnade, die sich ständig umformt. Und ich kann immer nur wiederholen, es war 99% von dem, was du siehst, ist nicht das, was da ist, sondern das sind deine Interpretationen, die du drumherum legst. Ob das jetzt dein Wort ist, Hitler, ganz persönlich, ist immer ein Chat. Was ist da halt so jetzt? Das heißt, ich spreche durch alle Worte, durch alles, was in dir auftaucht, zu dir. Die Welt spricht, deine Traumwelt sind symbolische Bilder. Das heißt, jeden, den du dir jetzt ausdenkst, wir denken jetzt ganz einfach mal im Einstein, das ist ein Wort. Das Wort ist jetzt ein Komplex, du hast da gewisse Vorstellungen, das kannst du jetzt genau machen. Du darfst mir jetzt gern widersprechen in deinem Programm, wenn du jetzt an einen großen Physiker, an einen Deutschen, das sind ein paar Hexen und Relativitätstheorie. Der Einstein, das ist das nur ein Wort. Alles andere, was du machst, ist dein Intellekt. Das heißt, du denkst dir jetzt, hier und jetzt eine Gedankenwelle, und du glaubst, dass die Welle, diese Vorstellung, die du jetzt hast, die ganz subjektiv von deinem Wissen geprägt ist, dass da in der Vergangenheit ein Einstein war, das ist ein Physiker, bei Goethe denkst du zum Beispiel nicht an einen Physiker, wobei, wenn du mehr weißt von Goethe, der war auch ein sehr intensiver Naturforscher in deinem Programm, musst dich bloß einmal mit diesem Charakter auseinandersetzen. Und er hat die Relativitätstheorie erfunden. Aber wieso hat der Einstein, wenn du dir jetzt denkst, die Relativitätstheorie entdeckt? Weil du dir das denkst. Würdest du dir denken, hätte man dir was anderes erzählt, dass Einstein ein Massenmörder war, dann würdest du bei dem Wort Einstein dir ein Massenmörder aussehen. Stimmt oder stimmt? Bezieht nur deine Sprechweise, hätte man dir was anderes erzählt. Mir hat doch nie jemand was erzählt, was mir jetzt Ich muss das raumzeitlich machen. Das ist nämlich immer wieder dieser Sprung von dem Schwamminhalt. Das ist dasselbe in Grün. Meine Beispiele sind Vereinfachungen von Vereinfachungen. Das Schwammbeispiel öffnet dir für gewissen Aspekt die Augen, die geistigen Augen. Das Schwammbeispiel sagt dir schlichtweg und einfach, dass dein ganzes Wissen und dein Glauben, den du im Laufe deines Lebens angesammelt hast, dass du dir den nicht raussuchen konntest. Du weißt, wenn ich dich erzähle, verschlägt nach Indien oder nach Persien, machst du ganz anders. Wenn du das gecheckt hast, der Aspekt, den du zu lernen hast, ist, dass du dein Wissen, dein Intellekt extrem subjektiv abhängig ist von dem Umfeld, mit dem du dich vollsaugst, solange du Raumzeit bist. Ich habe aber mehrere Male erwähnt, dass ich jetzt diesen Fehler rausmache aus dem Schwammbeispiel, diesen zeitlichen Parameter, dass ich sage, du bist ein kleiner Computer, ich schicke dir ein Programm rein, das heißt, dein Buch, dieser vollgesogene Schwamm, der saugt sich nicht im Laufe des Lesens voll, sondern du kriegst praktisch das wie ein Buch auf einmal, und während du liest du, was immer mehr zu verstehen anfangen. Verstanden? Das, was ich in dem Schwammbeispiel jetzt in deiner Logik für dich verstehbar als raumzeitliches Beispiel bringe, dass du während deines Lebens dich vollsaugst und was lernst, eliminiere ich die Zeit, indem ich sage, du bist ein Geist, ein Leser, und jetzt dein ganzer Schwamminhalt, der Schwamminhalt des Lebens von der Daniela Schäfer, ist ein Programm bzw. ein Buch, um das Christus zu lesen. Und je nachdem, auf welcher Seite du bist, hast du den Eindruck, dass du das im Laufe der Zeit erlebst, obwohl das alles schon auf einmal bekommen hast von mir. Bist jetzt dabei. Dann sage ich, das, was man dir beigebracht hat, war in Bezug auf das Schwammbeispiel. Zeitlich gesehen, in Wirklichkeit ist dieser Intellekt ein Programm, das in deinem Programm ist so drin, dass es so ist. Hätte ich dir ein anderes Programm gegeben, würdest du bei dem Wort Einstein eine andere Vorstellung haben. Merkst du, ich habe jetzt da nur den Zeitparameter rausgemacht. Ich versuche aber normalerweise in einen gebotenen Bahnen zu legen. Und es ist durchaus korrekt, wenn du plötzlich sagst, sprichst du wieder, dass ich in der Vergangenheit was gelernt habe. Du hast in der Vergangenheit nie was gelernt, weil Vergangenheit ist ein Gedanke, den du jetzt denkst. Mach dir bewusst, der Geist, der mir jetzt zuhört, ist immer. Und egal, was in dir auftaucht, es taucht hier und jetzt auf. Das heißt, wenn du jetzt an ein Gespräch mit dem Heiko denkst, ist es ein Gedanke, der jetzt da ist. Dein Chat.
Und eine Gedankenwelle ist entweder jetzt da, hier und jetzt da, oder sie ist gar nicht da. Hier einzureden mit einer materialistischen Logik, dass das, was du jetzt denkst, machen wir mal den Einstein, ist ja auch nur eine Gedankenwelle, dass diese Welle existiert, bevor du sie gedacht hast. Dass eine Welle, bevor sie aufgeworfen wird, existiert. Ist ein absoluter Blödsinn. Dasselbe gilt übrigens auch für die Zukunft. Wenn ich jetzt zu dir sage, du hast auch einmal als Suppenhuhn des Zeites gesprochen, definitiv bist du das schon in Bezug auf das Buch, sind nämlich alle Seiten gleichzeitig da. Dazu brauchst du aber höheres Bewusstsein. Und das kriegst du erst, wenn du das Buch zu Ende gelesen hast. Das ist der Sinn des Lebens und die Welt spricht zu dir in symbolischen Bildern. Weißt du, es wird nicht besser, wenn ich es dir tausendmal wiederhole, das musst du selber in dir wiederholen. Wiederhol die Sätze, lies die Selbstgespräche und hör dich die an, bis zum Erbrechen. Ich kann dir nur sagen, dass die, jetzt denken wir uns wieder welche aus, ein Gedanke kann nie erwachen, für dich symbolisch. Ich habe dir ein paar Mal gesagt, wenn wir uns jetzt an Helene denken, zum Beispiel eine von vielen, alte Frau, alte Schulrektorin, die sagt, Udo, du hast es vor 17 Jahren schon gesagt, dass das so lange gedauert hat, bis ich den Sinn der einfachsten Worte verstanden habe. Du kommst dir vor, als wenn ich in der Vergangenheit ein absolut geistloser Idiotentier gewesen wäre. Das ist jetzt Erfahrung, und das sage ich dir gleich, du kannst es extrem abkürzen, indem du einfach präzise zuhörst, was ich dir sage. Und ich sage, das ist ein Unterschied, ob ich in einem raumzeitigen Beispiel spreche. Das ist immer ausgedacht, es gibt keine Zukunft. Alles, was du noch erleben wirst als Daniela, ist schon passiert in dem Buch. Du hast es bloß noch nicht angeschaut. Und du kannst es weiter rumhandeln, das bleibt dabei. Ein Gedanke in einem Raum, das sind Sätze, die ich immer wieder sage, ich kann nur den Geist wach machen, der träumt. Die Erscheinungen in deinem Traum sind vergängliche Erscheinungen. Und das ist auch die Daniela, die du zu sein glaubst. Die hat keine Überlebenschance auf Dauer. Es ist in der Schöpfung so nicht vorgesehen. Ewig ist nur der Geist, der träumt. Und wieso ist der ewig? Weil er selber im Traum nicht in Erscheinung tritt, weil du den nicht denken kannst. Alles, was du denkst, ist eine Gedankenwelle. Und die taucht auf und verschwindet. Du kannst die Daniela-Gedankenwelle ständig wiederholen. Ich sag, du bist immer derselbe träumende Geist, aber nur immer die G-Leiche Daniela. Und jetzt schau dir die gleiche an, das beginnt auch mit Galt. Das ist ein Wenn. G-L hat der Welle. Was ist die gleiche Welle? Ja? Hallo, hi, Regen. Hi, Christoph. Ob du kommst oder ob wir kommen? Ihr kommt. Ob wir kommen? Ja. Weißt du schon, wann ihr kommen wollt? Ja, das macht man, das ist der Montag, ne? Und dann kommen wir runter. Dann mal ich meinen 25. Moment, wenn man sich finden will. Ja, 25. ist aber doch nicht so. August, der 8. Das ist das ein Geist, was du mir hast, was du in der 5. Der 25. August. Ja, wie lange wollt ihr kommen? Ja, ich denke, dass das am nächsten Mal. Eine Nacht. Eine Nacht, und das ist jetzt der Abend. Ich schalte es nochmal so, ich soll es Kinder irgendwie kommen. Ja, das ist das Mal, ich habe das Mal. Aber das könnte das nicht auch. Jetzt kann ich nicht. Ich sage auch, ich sollte die Roman das selber machen, ich will da nicht den Antrag verfehlen, ich habe jetzt Kinder vor. Weißt du das auch, und ich sollte dann immer wieder mal nachkommen. Also, der wärst du uns, was? Ich schreibe es für dich ein, und du kannst mir mal Bescheid von mir, die Romana, wenn ich gesagt habe, dass man immer wieder. Ja, ja. 25. Dezember. Ja, genau. Alles. Und hast den meisten Modell in der Tor. Und dann rufst du mich einfach nochmal auf, wenn du so weit stehst. Ich hab für mich reinschnitt und nicht geschrieben. Bis dann. Bis gleich, ciao, Ihnen. Tschüss. So.
lauter raumzeitlichen Schnickschnack hinter dir jetzt aufregt. Es waren nur Worte, nur Geräusche. Aber so nur, das ist doch nicht nur, das ist ja auch Raumzeit. Nur NUR ist die Existenz einer aufgespannten Rationalität. Wenn du im Wörterbuch nachschaust, NR oder irgendwas R heißt das dann mal eine Kerze, KRS heißt die Erde, KRZ, hast du auch das Grauen, wenn du das RS nicht mit Alef letzten Update, sondern mit Alinfange schreibst, die Erde ist das Grauen. Und der Schmerz, Scham RS, ist praktisch wie der Name der Erde oder der Name des Grauen. Das ist die Welt, die du zurzeit ausdrückst. Ich hab dir doch gesagt, Kleines, du musst keine Angst haben, du kannst gar nicht in die Höhle kommen, du bist noch mittendrin, ich versuch dich rauszuholen. Hm. Wobei du rausgehen musst, du selber, ich kann dir bloß die Tür aufmachen. Stell mich so blöd an. Wie heißt es nochmal? Vor nichts hat der Mensch mehr Angst wie vor dem Nichts. Ja. Das blaue Ego, die hat eine wahnsinnige Angst vor dem roten Nichts. Schon das ja nicht anfassen oder irgendwie. Nee, das kann man nicht anfassen. Das kann man, Bewusstsein ist eine Sache, die du nicht denken kannst. Ich kann immer wieder nur sagen, Bewusstsein kann man nur sein. Es gibt nichts, was du denken könntest, was Bewusstsein haben kann, weil es gibt kein Bewusst haben, das Wort gibt es nicht. Also wir machen jetzt eine neue Wortschöpfung, dass wir das haben, rot schreiben, Konsonant H, B, M, dann heißt es der Sohn, dann heißt es der bewusste Sohn. Aber das ist wieder was, was du nicht denken kannst. Also kommst aus dem Hexenkessel nicht raus. Das ist, du musst dir nur bewusst machen, dass das ist der Geist, der seine Informationen anschaut. Niemals eine Information von sich selber sein kann. Das Meer, das immer ist, kann nicht von sich selbst eine Welle sein. Theorie der logischen Wege. Wenn du jetzt die Menschheit ausdenkst, die Trockennasen auf die Erdkugel, dann ist es nur dann da, wenn du es denkst, und du musst wissen, du Geist, der du dir jetzt das vorstellst, vor dich hinstellst, ausdenkst. Du bist was anderes und du verwechselst dich massiv mit einem dieser 7 Milliarden Trockenaufnahmen. Und das ist eine Rolle spitze zur Zeit. Darum kannst du was erleben. Das kannst du unbewusst machen oder bewusst machen. Wenn du es bewusst machst, bin ich sehr freudig. Du bist sowas Goldiges, das zerbricht dir so deinen Kopf, dass er Bibelfach. Wenn du wirklich nur auf mich hören würdest, spielt deine Rolle, egal was die Daniela macht, was in den Sinn kommt, du schaust dir das an, du schaust dir an, was jetzt da ist, und du machst dir bewusst, ganz gezielt, du verlagerst deinen Fokus nicht mehr in diesen großen Sachen, die du dir ausdenkst, sondern vor allem mach dir bewusst, wie du permanent interpretierst, und über diesen kleinen Impuls, der jetzt da ist, darüber hinaus ein riesen Geschwalle an Gedanken macht. Was du tun musst. Da muss bloß ein Geräusch kommen, die Tür geht auf, deine Mutter ist da. Dann schau mal, wie du interpretierst, wenn das kalt. Dieses ewige Geschwätz, die Angst, all das Zeug macht dein Ego. Was meine du denken? Deine Mutter wird das denken, was du denkst, was sie denkt. Das macht alles dein Programm. Würde ich, wenn das nicht so zu wäre, dann würde ich mir doch meine Mutter anders denken. Nein, das kommt schon wieder, du bist mit was nicht einverstanden. Fordere dein Wille geschehen. Wenn ein Schauspieler eine Rolle spielt, dann ist der Tester mal mit dem Drehbuch einverstanden. Der hat nicht die Aufgabe, das Drehbuch zu verändern. Wenn du Schauspieler bist und den Hamlet spielst von der Staatsbühne, dann hast du nicht die Rolle von dem Hamlet gut zu machen. Hör, wenn weniger auf, an dir selber rumzunörgeln, dann Tier selbst. Das ist nämlich Frevel, das ist ein richtiger Frevel. '99, 2000, jetzt gedacht zurückgeblättert. Das gibt es mittlerweile nicht, hat es ein Philosophie- und Freidenkerforum gegeben. Das war am Anfang des Internets, da war das Internet noch relativ neu. Lass dir das auf der Zunge zergehen, ein Philosophie- und Freidenkerforum. Und da hat irgendeiner wieder sich als ich ausgegeben, da gibt es ja mehrere, was ja auch dann stimmt, aber eben immer in Bezug auf die blaue Person, und das ist ein großes Problem. Wenn ich sage, ich bin die, bezieht sich das nicht auf etwas, was du ausdenken könntest. Und jetzt ist es also so,
dass hier dann dieses Forum, dieses Philosophie- und Freidenker Forum, ist dann hier ganz klar, der Administrator hat dann geschrieben, wenn irgendwas, da sind dann natürlich wieder Diskussionen losgegangen, die kannst du auch im Hyperforum sehen. Darum sagst du ein Ding, ich habe schon ein paar Mal gesagt, du wirst nie irgendwo in ein Forum einen Eintrag von den Udo finden, weil mich das Geschwätz nicht interessiert. Diese Streitgespräche, ein Jahrmarkt vom Rechthaber. Ja, das ist ja der hat der Administrator, ist natürlich lehrreich, wenn es in einem Traum vorkommt, hast du ja davon was zu lernen. Immer wieder, ist nichts, was in dir auftaucht, ist sinnlos, wenn ich nicht gewollt hätte, würde ich nicht in dir auftauchen lassen. Auf jeden Fall hat der Administrator dann reingeschrieben, dass er zu dir, wenn jetzt irgendwie nochmal eine Diskussion an der Anfänge mit Holofilien, das wird von ihm gelöscht, weil er, und jetzt lasst ihr das auf der Zunge vergehen, weil er überhaupt nicht einsehen, dass man dieses Forum missbraucht für rechtsradikale Propaganda. Und ich bin nur diese holophilen Schriften, diese rechtsradikalen Schriften, die nicht mal eigentlich den Verfassungsschutz nehmen. Und jetzt frage ich dich, reden wir vom selben Buch, da ist, ich gebe zu, da steht, ich bin nur an einer Stelle, Deutschland der Wache. Aber das ist dann so aus dem Zusammenhang gerissen, wenn du drum herum liest. Dass das rechtsradikale Schriften sind, ich sage auch ganz definitiv, in einem Almener Vortrag habe ich gesagt, ich bin der rechtsradikalste Nationalsozialist, der jemals in einer Traumwelt in Erscheinung getreten ist, der Titel der Drecker geht. Aber ich erkläre ich unmittelbar danach, den Satz sage ich, aber ich erkläre unmittelbar danach, was das Wort bedeutet, rechtsradikal. Rechts kommt von richtig, okay, und radikal kommt von radisch, die Wurzel. Rechtsradikal heißt die richtige Wurzel. Nazio heißt Geburt und Sozio heißt Brüderlichkeit. Die richtige Wurzel zur Geburt der Brüderlichkeit ist das reine Christentum, so wie ich das lehre. Was du auf dem Wort wieder machst, denk wieder an unseren Spritzkrieg. Für eine einseitige Vorstellung ist dein Problem, wenn du nicht heil denken kannst, sondern bloß Worte verdrehst, weil du die Worte nicht verstehst, sondern nur einseitig auslöst. Dann wirst du bei dem Wort Krebs definitiv vielleicht an eine schreckliche Krankheit denken, obwohl das auch ein köstliches Schaltier ist. In einer Schale, ein Tier in einer Hülle. Darum habe ich dir die Apokalypse geschickt. Ich denke, man muss halt aufpassen, ne, wenn du sagst, mal einseitiger Auslegung. In dem Fall hätte der einfach mal das Buch lesen müssen und den Zusammenhang erkennen müssen. Das ist aber jemand immer so eine Sache. Das ist auch hier dieses Ego, dieser ewige Satz, der bittet sich ein, der ist Gott. Das ist ja so absoluter Schwachsinn. Ich erkläre dir ganz genau, was Gott ist. Ein Gedanke von dir ist niemals Gott. Gott ist der Schöpfer, der seine Gedankenwellen aus sich selbst herausschöpft. Gott ist der, der sich alles ausdenkt, was er erlebt. Das ist die große Problematik. Ist das nicht ich? Bin das nicht ich? Das rote ich? Bist du nicht der Schöpfer? Der Geist, der mir jetzt zuhört, für das, was du als Daniela erlebst? Aber was ist die Ursache, dass du das so aus dir herausschöpfst? Und jetzt kommt wieder. Du Geist bist symbolisch ein Computer und du benötigst ein Programm und Daten, dass du Bilder machen kannst, dass du was aus dir herausschöpfen kannst. Und wie dir läuft halt zur Zeit los, dieses Daniela Schläfer Programm. Aber Daniela Schläfer, das ist ja so viel sagen. Alles ist viel sagen, unendlich viel sagen. Und heute brauchst du vollkommen neue geistige Kapazität, um das lernen, nicht geschickt zu denken. Ich denke mir nur, das Schläfer, darum geht's ja die ganze Zeit, dass wir schlafen und aufwachen sollen. Und jetzt heißt ausgerechnet ich, aber ich heiße ja nicht mal Schläfer. Was ist ich? Was verstehst du schon wieder unter ich? Na, diese Figur halt. Du musst ich werden, du musst diese ohne ich, man schau dir dieses Geplappere von der Daniela in dir an. Da wirst du meinen, dass die ständig die Ebenen vertauscht. Wir haben vier verschiedene Ich. Ich verstehe schon mit der Ebene. Nein, verstehst du nicht, weil du immer wieder abglitscht in diese blaue Ebene. Die wird irgendwann einmal dein blaues Ich über dir so unendlich wurscht sein. Nicht. Und das ist eigentlich das Wichtigste, was wirklich das Wichtigste, was es überhaupt gibt. Oh Gott. Dann sitze ich auch auf der Couch, oder was mache ich denn dann? Habe ich dir schon mal gesagt, das heißt, weil ich nicht jeden Video gelesen habe, die Platz gekommen sind. Und was sagst du mir das immer ständig? Ja, weil ich lustig finde. Was ich mit dir mache, ist dir noch nicht aufgefallen, dass ich mit dir eine totale Gehirnwäsche mache. Aber ist das jetzt wieder positiv oder negativ? Verstehst, merkst du auch, dass ich positiv und negativ? Was verstehst du, wenn einer sagt, der hat eine Gehirnwäsche bekommen?
Ist es der gehirnische Reinigung? Ja. Ist die Reinigung etwas anders gesetzt? Eine Erreinigung? Eine rationale Einigung? Eine vollkommen machen? Das ist das, wo ich sage, wenn du die Vatersprache verstehst, kannst du dich geistreich teilen. Solange du nicht verstehst, dass du dich immer einseitig verstreust. Und für jede Seite, die du dir ausdrückst, kriegst du jetzt in einem zeitlichen Sinn zwangsweise immer wieder die Kinder. Verstehe ich nicht, warum du dann... Für jedes Glück kriegst du Leid, für jede Freude kriegst du Schmerz. Verstehe ich nicht, warum du dann sagst, die Maren interessiert sich überhaupt nicht für das Aufrechnen. Weil das nicht ihre Aufgabe ist. Interessieren sich deine Hände für sehen. Ja, aber ich muss die Vatersprache dann können, oder? Nee. Du musst ganz einfach deine Rolle spielen. Und du sagst doch gerade, wenn ich die Vatersprache nicht beherrsche? Du musst das Neugierige, ich habe nicht gesagt, dass du das beherrschen musst. Ich betone immer wieder, es wäre eine traurige Schöpfung, wenn du Hebräisch und Physik und das alles lernen müsstest, um ins Himmelreich zu kommen. Ich sage dann dazu, es wäre eine ungerechte Schöpfung, wenn irgendwelche Idioten, die du dir ausdenkst, dass du dich von irgendwas überzeugen müsstest. Dann hätte ja ein Schäfer, der jeden Morgen aufsteht, mit sich in seiner kleinen Welt zufrieden ist, mit seinen Schafen losmarschiert und einfach mitten in den Dorf hinein geht. Der hätte ja keine Chance, ins Himmelreich zu kommen, wenn der Hebräisch studieren müsste oder irgendwie seine Deppen um sich herum von was überzeugen müsste. Und ich sage dir, der ist doch schon im Himmelreich. Der hat doch das Himmelreich auf Erden, wenn er so lebt. Wenn er mit sich und seinem Dasein einverstanden ist. Da muss er kein Hebräisch wissen. Bist du mit deinem Dasein einverstanden? Schau einfach, was jetzt die Daniela alles, das Programm alles suggeriert. Und dieses Programm ist das Problem. Die Komplexität des Programms. Dein ganzes 7-8, das spinnt jetzt da ganz alleine durch. Alle anderen, die du dir ausdenkst, ob das ein Redo ist oder ein Ideal oder egal wen. Die große Schwierigkeit ist, was jetzt bei dir anfängt. Du musst nicht die Spiegelbilder verändern und du musst keine Spiegelbilder bewundern. Denk einmal ganz einfach, das Programm ist die Einheit, das ist das Objekt vom Spiegel, das ist das Programm im Computer und diese vielen Facetten von Spiegelbildern ist das, was das Programm aufsagt. Und du sollst nicht irgendwelche Gedanken von dir verändern wollen, sondern wenn du die teilen willst, dann musst du das tiefste innere Programm ändern. Und das passiert doch schon, das ist dir noch gar nicht aufgefallen, dass eine Diana, ein Redo oder diese Figuren, die dir auftauchen, die weiter sind, die du dich verwirklichen, die sind weiter wie die Daniela, die du dir ausdrückst. Das ist doch das erste Anzeichen, dass in dir was passiert, dass sich diese neue Erkenntnisse, diese neue Neugier in dir schon in deiner Welt jetzt zeigt und dir Mut macht. Ich hab's doch alle gar nicht, wenn du an die nicht denkst. Das ist, weil in dir schon ein bisschen was wächst, wachsen diese Spuren aus dir heraus. Jetzt sag mal ganz ehrlich, glaubst du wirklich, dass da außen eine Ruhe existiert, wenn du nicht an ihn denkst? Jetzt schau rein in die Daniela, schau in das Programm rein, du kleiner Geist, schau, dass die Daniela immer noch glaubt. Das ist das Problem. Zweites Gebot, mach dir kein Bild von irgendwas da draußen. Johannes Offenbarung, Stille stehen wird die Zeit, der erste Himmel und die erste Erde, die du dir ausgedacht hast, werden vergehen, damit natürlich zwangsläufig auch alle Tiefen auf diese Erde, die du dir ausgedacht hast, weil die auch noch ausgedacht sind, und das Meer wird nicht mehr sein. El Hayom ist nicht denkbar, mach dir kein Bild vom Meer, das ist nur die Welt. Und der Menschensohn, macht alles vollkommen neu. Heute neu zitiert nach Luther. Wenn die Tierchen vergehen, dann kommen an die Tierchen oder wie kommen? Selbstverständlich, ein ständiges Kommen und gehen, geistliches Wachstum und ständige Gestaltveränderung. Wobei, wie gesagt, der Geist selber, der ist ja nichts. Das geistliche Wachstum heißt, dass du Geist immer mehr Möglichkeiten hast, unterschiedliche Wellenformationen in dir aufzuschmeißen. Viel größere, gigantischere Welten zu bauen. In dir aufzubauen, aufzudämmen. Und dir auszudenken. Und es wird dann so sein, wie du dir das ausdenkst. So wie jetzt zum Beispiel die Daniela, die kleine Daniela, wird ja manche werden hier konstruiert und programmiert. Da hat man bei auch mal sehr viel Mühe gegeben. Jetzt ist natürlich, wir können den Namen austauschen. Das ist jetzt wichtig. Ob du jetzt Daniela bist oder ob du Heiko bist.
Und ob du Michael oder wer du auch bist, alles, was ich jetzt erzählt habe für die Daniela, kannst du den anderen Normen einsetzen. Es ist so schwer zu verstehen, dass ich mich jetzt mit dem Geist unterhalte, dass ich dieses Gespräch ausfinde und nicht mit irgendeiner Figur. Ich spreche mir nicht diese Daniela, die ausgedachte Daniela von dir an, sondern den Geist, dass ich das aussetze. Und nochmal, ich ist nicht der Ursprung, die dir jetzt aussetzt. Das ist ein Gespräch von Geist zu Geist. Aber die Daniela gibt doch wertvolle Sachen. Nö. Ich mag sie nicht aufgeben. Das wird so sein, wie du glaubst, dass es ist. Okay? So also kann ich das im Laufen lassen und am Ende kommt das Happy End, ja? Du bist Kaluga. Ich bin ich? Du bist Kaluga. Der Mann, dem zwei Brüste gewachsen sind. Du verwechselst dich jetzt mit der Frau, die dich umgeht. So, also, nein. Zwei Brüste, die Schaden, die sich aus deiner Brust, der Brustkorb, das heißt auch im Geistlichen, im hebräischen Chasa, da würden sich jetzt zwei Schaden, zwei logische Öffnungen heraus. Das ist die Gedankenwelt. Und das ist auch das Joch, all, 70, 30, gibt 100. Affinität, das ist das Gespiegelte. Bist ins Joch gespannt. Schau nicht so. Wir hätten jetzt ein Foto machen müssen, das wäre ein gutes, Jungfrau Maria. Ja, das ist doch, also keine BN für die Daniela, nur für den Geist. Die Daniela ist ein Gedanke. Gibt es ein Happy End für die Wohnung einen Traum? Scheiße. Selbstverständlich gibt es ein Happy End. Gibt es ein Happy End für eine Gedankenwelle? Das ja. Happy End für eine Gedankenwelle ist das Meer. Ja. Die Gedankenwelle mit vorkommt. Du bist wirklich der kleine Tropfen, der herausgeschleudert wurde und du hast dein eigenes Intelligenz Finger weh und hast unendlich viele andere Tropfen um dich herum. Jetzt merkst du, diese klassische Gravitation. Gravitatio, lateinisch heißt übrigens schwanger sein. Du trägst dich in dir schwanger. Ich bin jetzt in dir. Okay, die werde ich wieder in das Meer hinunterziehen und du siehst jetzt dieses unendliche Meer und du hast deine panische Angst noch, wenn du da reinsetzt, dass du dann nicht mehr bist. Nee, dann bist du mehr, Kleines. Was also, dann doch wieder heißt, dass du nichts bist, aber eben zwangsläufig auch so sonst alles. Soll man das verstehen? Das ist ganz einfach zu verstehen. Das ist so einfach zu verstehen, wie ein Quadrat mit drei Schritten zeigen, wenn du nicht mehr kann. Das ist jetzt so schwer. Wenn du eine Frage, das zu können, braucht dich, was dich daran hindert, diese einfachen Sätze zu verstehen. Das ist wie wenn ich jetzt ein Quadrat mit drei Schritten zeige, du hast bisher gesagt, das geht nicht, ich zeig dir, und du sagst, wieso kann man das doch nicht machen? Ich verstehe nicht, warum es so schlimm dran ist, dann Happy End für die Daniela da schon. Das ist doch ein Happy End. Aber doch nicht für die Daniela. Du klebst an deinem Ego, merkst du, das Einzige, wo er panische Angst das Ego davor hat. Und pass auf, ich gebe dir jetzt ein schönes Beispiel. Die Verwandlung, du bist jetzt das Kind. Das Zungenkussbeispiel, wenn du verstanden hast, ich werde das klar. Und ich sag dir mal nochmal, wenn der Traum zu Ende ist, und du bist auf der höheren Ebene, du kannst nichts mitnehmen. Das muss der Traum zu Ende sein, das Buch muss zu Ende gelesen sein. Wenn du auf der höheren geistigen Ebene bist, hast du ganz andere Fähigkeiten und Mächte. Wenn du willst, kannst du dir ja dann die Daniela wieder machen. Bloß ich verspreche dir, du wirst dann hundertprozentig, wenn du auf der höheren Ebene bist, wenn du die Daniela mal los hast, du wirst alles, du wirst nicht mehr diese Daniela sein, dann. Bloß diese Daniela sein. Das ist jetzt, das ist das allerletzte. Ich sag mal wieder, du kannst, ein Geist, der wach wird, kann aus seinem Traum nichts mitnehmen. Absolut nichts. Aber wenn du dann, das geht ja ununterbrochen weg, weiter, wenn du auf der höheren geistigen Ebene bist, hast du ganz andere geistige Möglichkeiten zur Gestaltung deiner Traumwelt. Träumen musst du weiter, das ist, schöpfen ist immer Träumen. Bloß du wirst dann hundertprozentig all das, was deine jetzige Logik sagt, das mache ich mir wieder, wirst du hundertprozentig, das wird dir so am Arsch vorbeigehen. Jetzt mach einfach die Pubertät.
All das, was du als Ja. Kind meinst, das ist das Wichtigste für dich. Ja, Kind, das du macht bist ja seit Sinn. 18 Jahren totaler Marktarbeit. Ja, Weil ja. musst du Pubertät in einem höheren Bewusstsein geben. Nur lebe ich Und ja dieses jetzt. Beispiel kannst du jetzt verstehen, und wenn du das verstanden hast, dann wirst du dir all dieses Geschwätz deines Egos, was du sagen willst, schon letztendlich lebst. Du hast nur einen Feind, das ist dein fehlerhaftes Programm, dein Ego. Und das ist fehlerhaft. Das Buch selber ist nicht fehlerhaft, das ist nur fehlerhaft, weil du erst auf 32 bist. Ich habe gesagt, der Wechsel von Kind zu Erwachsenen, Pubertät, ist ein komplettes Austauschen vom Wertesystem. Und der Wechsel von dem Erwachsenen, Wechseljahre, die Materium der Frau, hat auch der Mann, in die nächsthöhere Ebene, in das Greisenalter, ist wieder ein totaler Wechsel. Das ist, wenn ich dir mal jetzt beispielhaft eine Ehe einstelle, die so schmunzelt, die war ja auch einmal so alt wie du. Die sagt, im Himmel drin war ich damals granatenblöd, ich möchte nie mehr so dumm sein. Und du sagst, ich möchte nie so alt sein wie du. Mehr. Glaubst du, kannst von oben nach unten sehen. Sie kann in dich reinschauen, aber du kannst in den erfahrenen, welterfahrenen Menschen, den lebenserfahrenen Menschen nicht reinschauen. Aber das könntest du verstehen, wenn du ein Hauch vom Geist in dir wach ist. Und da darfst du jetzt das Beispiel von deiner Mutter nehmen, weil ich dir immer wieder sage, die große Masse in deinem Traum von 1 Million Menschen wird nur ein aller Einziger mit Anstand alt. Und 999.999 werden sie nie. Das sind dann die, die du in den Altersheimen siehst, die sich die Hose vollschalten. Weil sie sich nie Gedanken macht um ihr ganzes Leben, was Geist ist. Die waren viel zu sehr damit beschäftigt, ihr Ego am Leben zu halten. Wie die Daniela. Und das sind jetzt die zwei Möglichkeiten, die ich dir offen lasse. Auch du bist noch ein Samenkästchen, das was nicht hören kann. Ich bin ein Wegweiser, der das nicht ignorieren kann. Das ist die Freiheit, die ich dir gegeben habe. Das hast nur du in der Hand, nicht ich. Und da unser Videospiel, unser Buch eigentlich ein Videospiel, wirst du das zu sehen bekommen, was du da draußen iterierst. Das ist übrigens keine Drohung, sondern eine ganz freie Beschreibung von dem, was ich. Und ich kann immer nur betonen, du kriegst von mir keine Anweisung, was du Daniela tun soll. Ich unterhalte mich jetzt mit einem Geist, der steht. Ich dachte, er ist unsterblich, das Geist. Selbstverständlich, und das ist das Problem dabei, was nämlich nur die KIs in den Videospielen sind. Ja, zu kleine. Was nur die KIs sind, sind eh geistlose Programme. Das ist jetzt nicht gut, ein Geist, selbst wenn ich mir zuhöre, der Geist, der mir zuhört, ist ja nicht die Daniela, die du dir aufhörst. Das ist ein Programm. Für den Geist ist das jetzt nicht unbedingt positiv, dass er unsterblich ist, weil das entscheidet nämlich ewige Himmelreich oder ewige Höhe. Wahrlich, ich sage dir, 1000 Jahre sind wie ein Tag und ein Tag ist wie 1000 Jahre. Du bist unsterblich, dir wird nichts passieren und dir mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Um den Geist, der mir jetzt gehört. Egal, wer du jetzt sein darfst. Aber wie du deinen Traum erlebst, das hast du jetzt in der Hand. Als aufregendes Abenteuer, wo und mit dieser Gewissheit, dass du von nichts und niemand, was in dir in Erscheinung drin Angst haben müsstest. Das ist meine Botschaft. Du bist doch schon nicht. Was juckt dich, wenn da vorne auf der Leinwand die Welt entdeckt? Schau dir 2012 an, ich bin noch mal immer drin. Ändert es dann dir was als Zuschauer, wenn der Film fertig ist, gehst du raus oder du ziehst den nächsten Film rein? Aber du musst dir nicht, wenn man jetzt glauben an meine Worte. Das ist das, was meine Worte. Die meine jetzt dann glauben. Ich denke mir, irgendwas muss ich ja machen. Da sein. Da sein und beobachten. Ganz bewusst beobachten, was jetzt da ist. Du geisterst nur ganz bewusst zu beobachten, was ist jetzt da. Wer ja. Glaube ich sein? Ich bin sicher, dann sitzt halt der Daniela da. Wir haben jetzt was. Was ist jetzt hier? Was sagst du? Ich kann jetzt beobachten, dass da jetzt eine Daniela da ist. Ich kann jetzt beobachten, dass ich eine Lautsprecherstimme habe, dass ich jetzt rot, dass ich jetzt da sitze und ich glaube, wer ganz anders zu sein. Ich glaube jetzt zum Beispiel der Heiko zu sein und ich höre mir Gespräche an, das ist gewiss. Nee, also ich als Daniela, rot. Jetzt behauptet, diese Daniela, diese Stimme, die jetzt behauptet, ich kann das beobachten, nur ein anderes Programm.
Wenn ich jetzt das Programm laufen hätte, würde ich glauben, ich bin die Daniela. Habe ich das Programm Heiko laufen, bin ich der Heiko oder der Michael, egal welches Programm ich laufen. Ich muss unterscheiden, zuerst einmal zwischen dem, was jetzt wirklich da ist, das heißt, ich habe jetzt eine Realität als die Person, die ich zu sein glaube, und das ist eine Geschichte, denn alles darüber ist feinstofflich ausgedacht. Das sind reine Konstrukte. Nochmal, 99% von dem, was du siehst, ist nicht das, was jetzt da ist, sondern eine Interpretation darüber hinaus. Und das hängt voll ab von dem Intellekt, den du zum Denken bringst. Und den hast du nicht zu verändern, sondern bloß zu beobachten. Das ist richtig. Aber jetzt beobachte ich gerade diese Daniela. Richtig. Und? Ist doch gut? Ja, darum geht's doch. Ist jetzt da und ist kann ich und ist hilflos. Nein, aber ich, was ist ich los? Nein, ich reg mich überhaupt nicht auf! Riss dich doch nicht auf. Ich reg mich überhaupt nicht auf! Nein, ich bin nicht Conny! Ist das deine Form von Bewusstsein, wenn du beobachtest? Nein, ich bin nicht verzweifelt! Ach so, du bist nicht verzweifelt? Du bist nicht hilflos? Die Daniela, das Programm kann ich nicht verstehen, aber der, der es beobachtet. Selbstbewusstsein. Ist nicht das blaue Selbstbewusstsein, das ist nur Ego. Urteilend, richtend, besserwisserisch. Ja, ja, kleine, so ist das Leben. Warum willst du unbedingt die Daniela sein? Also ich denke jetzt, du bist der Kotelett und ich klopfe dich bald. Komm schon. Sagst du mal. Du hast doch keine Sprache. Du hast die Freiheit über alles, wo die Daniela sich aufregt und leise, kannst du auch machen. Die Freiheit hast du. Dazu musst du wissen, dass das Daniela-Programm jetzt auf diese Sachen nur so reagiert und dass du die Freiheit hättest, dich zu heilen, dass du die andere Seite genau das Ding einmachst. Das ist der Heilungsprozess. Ja, wenn ich ja nicht wüsste, ne, manche Sachen, würde ich mir schon längst nicht mehr hier antun. Was willst du dir antun? Du wirst nicht von der Süße bleiben, du wirst da sein und dir das gesteckt worden. Der Einzige, der dir das antut, ist die ständig im täglichen Gewicht, dass nur mit dir darf gesehen, diese Daniela. Oder soll ich dich besser Heiko nennen? Ich bin aber doch nicht der Heiko. Nee, du bist beides, wenn du es bist. Du bist da der Media und alles andere, wo du bist, heißt all das zu sein, was du bist. Ich bin doch nicht diese Welle. Ich bin doch diese Welle. Du ja, bist immer verdammt nochmal, check doch das ganz einfach. Du verwechselst dich immer noch mit Gedanken. Aber die Gedankenwelle, den Dealer ist doch jetzt da. Wenn du an sie denkst, ist sie da. Das rote Ich denke aber die meiste Zeit nicht an die Daniela. Echt eine gewöhnliche. Also ich denke fast überhaupt nicht. Ich, das rote ich, das zu dir sagt, ich bin du. Ich denke fast überhaupt nicht an die Daniela. Solltest du den ganzen Tag an die Daniela denken, ist das dauernd zeigen, dass du bloß das Daniela-Programm zum Denken benutzt. Wir können natürlich jetzt auch in das Heiko-Programm reinschauen. Der denkt meistens an das, mit dem Heiko-Programm denkst du meistens an den Heiko, aber der denkt schon wesentlich mehr an die Daniela auf. Und was für einen Kontext kannst du dir selber ausdenken? Oh. Fragezeichen. Echt? Ich doch kein Arsch. Ein Gedanke kann den Geist nicht verstehen, der den Gedanken denkt. Auch das habe ich dir vielfach erklärt. Wenn du meinst, dass ein Gedanke, den du denkst, verstehst, wer das ist, der ihn denkt, das ist ungefähr so, wie wenn du jetzt auf deiner primitiven Daniela-Ebene erwarten würdest, dass deine Hände verstehen, wer sie in Bewegung setzt. Du wirst irgendwann nochmal checken, du kannst von hier oben nach unten schauen, aber nie von unten nach oben. Auch das hast du schon zigmal gehört von mir, aber nicht verstanden. Weißt du, mit Menschen blau geschrieben zu reden, ist ungefähr so, wie wenn du das Ding, weil das dich mit dem Computer zu unterhalten. Versuche mal deinem Computer zu erklären, dass er geistlos ist.
Das wird dir gar nicht in den Sinn kommen, dass du dieser Kiste vor dir erklärst, dass du keinen Geist hast. Aber wie sieht es aus, wenn der Fleischklopf vor dir sitzt? Das ist doch auch das Materialismus. Und dann sage ich jetzt nochmal, ganz bewusst, ich unterhalte mich immer nur mit Geist und nicht mit irgendwelchen ausgedachten Sachen. Und wenn du ich bist, hast du das verstanden. Gut. Schön. Jetzt tun mal, du bist jetzt ein kleines Update von mir. Bin ich gerade nur, wenn die Bücher den kürzer machen, einfacher machen. Und dann Thema weiter. Okay? Bis gleich.